Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Valheim im Voucher mit unserem Alderle. Schön, dass ihr da seid. Eine ganz kurze Information vorab. Ich möchte da nicht warten bis zum Ende der Folge. Ich steuere hier auf eine Valheim-Pause zu. Ich bin mittlerweile um 20 Folgen weiter, als ich geplant hatte. Ursprünglich waren 40 Folgen angesetzt. Durch eure Teilnahme, durch euer Dabeisein habe ich mich natürlich hier in der Motivation beflügeln lassen und wir sind viel weiter rausgeschossen, als es ursprünglich gedacht war. Auch die Bauprojekte sind natürlich wie immer ein bisschen größer geworden wie geplant. Es stecken hier sehr, sehr viele Stunden mehr drin, als wir an Content tatsächlich in den Folgen gesehen haben. Vorbereitungen, Farmen. Es liegt nicht am Spiel, es ist einfach so, wie es bei vielen auch ist. Es gibt so eine Phase, wo man denkt, jetzt lege ich es mal ein bisschen zur Seite, mach mal was anderes. Das ist der einzige Grund. Ich muss tatsächlich gestehen, gestern bei der Lokschleuse habe ich es gemerkt, dass es Zeit wird. Es ist einfach so, dass ich jetzt was reinpressen müsste. Die Folgen laufen super, ich freue mich da tierisch drüber, aber ich kann es nicht reinpressen, auch nicht der Zahl wegen. An der Stelle einfach die Information. Jetzt möchte ich natürlich hier den Platz nicht einfach so verlassen, wie es jetzt ist. Ich würde gerne oben noch versuchen, am Turm ein kleines Deckelchen drauf zu machen. Ich möchte das Haus zumachen, hier oben seitlich. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir auch die Schmelze und die Schmiede tatsächlich rüberholen, auch wenn ich kurz davor war zu sagen, jo, das reicht ja am Turm. Wir werden das hier hinbauen. Da haben wir nämlich schon mal angefangen. Hier möchte ich später die zwei Schmieden hinstellen, den Kohlemeiler, und dann bin ich zufrieden. Und wenn wir es schaffen, und davon gehe ich aus, würde ich heute noch gerne die Laufwege zum Garten, runter zum Haupttor und zu unseren Wölfen ziehen, damit es ein schönes Bild ergibt. Das mit dem Loks klappt übrigens super. Ich habe nochmal geschaut, während ich jetzt Material für heute besorgt habe. Der bleibt ordentlich da hinten drin. Pass auf. Er ist zwar noch nicht ganz gezähmt, aber das funktioniert. Das funktioniert. Und hier, der Kollege ist auch nicht rausgelaufen. Ich werde natürlich irgendwann wahrscheinlich den Gartenzaun schon noch ein bisschen schöner machen. Im Moment ist es alles noch sehr rustikal, aber es funktioniert. Ich habe, wie ich es mir vorgestellt habe, meine kleine Lochsherde hier drin. Und das war mir schon ganz wichtig. So, jetzt lassen wir uns einfach mal hier noch ein bisschen treiben heute, machen noch ein paar Kleinigkeiten und dann ist es okay. Ich bin da jetzt echt schon viel weiter. Ich hätte es viel früher schon abgebrochen, aber ihr wart auch so begeistert und habt so mitgemacht. Dann dachte ich, oh ja, schön, machen wir noch, machen wir noch. Aber Tag 400 musste erstmal erreichen in dem Spiel. Das habe ich nie gedacht, als ich angefangen habe, gell? Jetzt pass auf. Lasst uns mal ganz kurz ein bisschen Holz nehmen. Müsste ich hier drin haben. Da haben wir ein bisschen Holz drin. Das andere Zeug habe ich bis jetzt einfach mal immer so darunter geschmissen. Jetzt möchte ich erstmal der Butze hier den letzten Anstrich oben geben. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich es tatsächlich hier so halb offen lasse, weil irgendwie gefällt mir das halb offen schon, gell? Es könnte ja einfach eine riesen Terrasse sein. Ich mache das jetzt mal halb offen zu. Da, da, da. Dann habe ich mir auch überlegt, in den oberen Bereich gehst du ja tatsächlich nur zum Pennen. Okay, muss ich kurz eine Werkbank aufsetzen. Ich werde ja hier oben, auch wenn der Thron momentan oben steht, mein kleines Buffzimmerle da hinten, werde ich mich hier oben eigentlich nicht viel aufhalten. Deswegen werde ich auch den Zugang mit der Treppe unten nochmal überdenken. So, das machen wir so zu. Das gefällt mir gut. Das darf ruhig halb offen sein. Huch. Was habe ich denn hier gemacht, dass das dann so aussieht? Ich nehme an, da muss ich die Elemente hinbauen, ja? So, das wollte ich jetzt aber dann auch nicht mehr nehmen lassen, gestern nach der Folge dann zu sagen, okay, wir machen eine Pause. Lasst uns zumindest hier noch ein ganz kleines bisschen Strich dran bringen. Ich glaube, dass das Sinn macht. Was ich auch überlegt habe, damit es später einfach hier ein Gesamtbild gibt, wenn wir zumindest hier oben zumachen würden. Genau. Da kann man dann später immer noch Köpfe hinhängen. Jetzt weiß ich halt leider nicht, wie sich die nächsten Patches. Es kommen ja richtig große Inhaltsupdates. Natürlich werden wir am Spiel dranbleiben. Also das heißt jetzt nicht, dass ich für immer Valheim zur Seite lege. Ganz im Gegenteil, das Spiel ist so schön, es macht so viel Spaß. Es wird auf jeden Fall von mir weiteren Content geben. Ich weiß es nur noch nicht genau, wann und in welcher Form. Ob ich auf die Patches warte, ob wir zwischendrin nochmal was machen. Kann auch sein, mich packt es vielleicht nächste Woche und ich mache nochmal eine Folge 2. Das kann ich allerdings nicht versprechen. Ich möchte es deswegen auch erstmal nicht so großartig irgendwie ankündigen. Ist immer schade, wenn es dann nicht klappt, zeitlich auch und so, ne? So. Doch, das ist eine gute Idee, dass wir den Giebel wenigstens hier oben zumachen. Jetzt muss man halt mal verfolgen jetzt. Was wird aus Valheim? Wie kommen jetzt die Inhaltspatches? Wird es so sein, dass man den Spielstand behalten kann? Wird es so sein, wie es schon teilweise zu lesen war, dass man gewiped wird? Ist bei Early Access natürlich immer so eine Geschichte. Sauer bin ich da nie drüber. Im Gegenteil. Ich weiß das immer bei Early Access im Vorfeld, da kann alles Mögliche passieren. Aber wenn wir neu anfangen würden müssten, kann es sein, dass ich ein, zwei Patches dann erstmal abwarte.
bis wirklich dann ganz viel Content drin ist. Weil man muss jetzt mal so überlegen, das war meine erste Runde, die ich hier gespielt habe. Und ganz ehrlich, sollte ich nochmal anfangen, werde ich keine 10.000 Locations haben. Ich weiß jetzt, wie farmintensiv das Spiel ist, was man braucht. Und ich würde mir jetzt nur noch ein so ein Gelände suchen. Das heißt, ich würde zügig schauen, dass ich was bauen kann in einem Gebiet, in dem ich wohnen will. Und dann weiß ich genau, welche Größenordnung, wie viel Land, wie viele Performance-Probleme gibt es bei. Weißt du, wie ich meine? Also da haben wir auf jeden Fall viel, viel gelernt. Erster Durchgang ist immer für mich persönlich der schönste Durchgang in jedem Spiel. So, wenn es natürlich ein schönes Spiel ist. Und Valheim hat ja echt Potenzial wie Sau, ne? Da kriege ich jetzt aber kein so ein Dings rein, oder? Das wäre natürlich jetzt auch nochmal cool. So als Abschluss. Doch, das können wir dann da oben mit Balken noch machen. Pass mal auf. Ich hau mir den hier hin und dann opfer ich noch mal ein paar Hölzer und mache mir hier noch so ein Balkending hin. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Wir könnten hier natürlich, klarer Fall, wir könnten hier noch einiges jetzt machen an Kleinigkeiten. Die Bosse noch mal machen, die Köpfe von den Bossen schnappen und so weiter. Ja, könnten wir aber, wie gesagt, das, was ich vom Spiel sehen wollte, habe ich gesehen. Weit mehr, wie gesagt, weit mehr. So, ich bin auf die Wege gespannt nachher. Wir machen natürlich schöne Wege, ne? Wir werden da jetzt nachher Stein uns schnappen. Und da werden wir mal da richtig gucken, dass wir da ordentliche Wege hinziehen an die Hauptlocations hier innerhalb des Gebiets. So. Ja, ich hatte hier überlegt, tatsächlich eher mit diesen Balken. Das können wir vielleicht noch. Ne, das ist Blödsinn. Neben dem Treppenhaus dann nochmal ein Treppenhaus. Sah gerade so aus, als ob ich da eine Leiter hinein will. Ne, hier komme ich dann zukünftig raus. Kann sein, dass es mit dem Turm, muss ich jetzt gleich mal gucken, weil ich da unheimlich viele Stützbalken reinziehen muss. Den kriege ich nicht wirklich mehr erhöht. Guck mal. Der ist hier oben schon orangen, knallrot. Und es sind teilweise schon Trägerbalken drin. Hier kann ich gar nichts mehr bauen. Es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass ich ihn eher auf die Höhe ziehe. Ja, das lässt sich wahrscheinlich nicht anders machen. Weil auf der Seite sind eigentlich schon Stützbalken drin, ne? Da macht man hier einen Deckel drauf. Man könnte jetzt auch überlegen, ob wir da später so ein Leuchtfeuer draufsetzen. Warum nicht? Ich bin nämlich ziemlich angetan, was die Leuchtfeuer angehen. Ja, das Problem ist, geht nicht. Nicht so. So, und da kriege ich vielleicht nochmal einen Stein hin, wenn ich Glück habe. Lass mal kurz gucken. Ne, ist auch rot. Also da müsste ich schon überlegen, wie ich das jetzt manage hier, ne? Das hätte man von Anfang an schon mit Metallträgern ziehen müssen. Aber von der Struktur her, ich bin super zufrieden. Ich fühle mich hier sauwohl. Okay, das ist jetzt so halb zu. Das ist okay. Hier lasse ich es offen. Dann haben wir ein bisschen Ausgangsbereich. Da kommen bestimmt auch noch Housing-Elemente hin. Wir müssen das Dach noch um eins rausziehen. Sehe ich gerade wegen dem verwitterten Balkon hier, ne? Frage: Wie würde das aussehen, wenn wir uns jetzt hier mal ganz spontan für was gänzlich anderes entscheiden? Okay, das snappt es nicht. Ich will es mir nur mal angucken. Überdacht wäre es. Und es wird sich auch noch mal so ein bisschen abheben von allem, ne? Du, warum nicht? Und warum nicht? Dann sind die Elemente immer schön. Wenn ich die jetzt repariere, dann bleiben die nämlich so ein bisschen glänzig auch. Ich muss es mir nur gleich angucken von außen, weil wenn mir es gar nicht gefällt. So. Dann repariere ich das mal kurz auf. Fand ich übrigens auch eine super Mechanik, dass du hier, da müssen wir uns dann was überlegen, dass du hier beim Reparieren wenigstens keine Mats brauchst. Stell dir mal vor, jedes Mal reparieren würde ein bisschen Holz drauf gehen. Komm her, wir gehen mal ganz kurz runter. Ich gehe mal ganz kurz. Halt, was war denn das? Ach so, ja. Hier. Das war ja. Da hinten habe ich auch überlegt, mit dieser Treppe hier, ob ich sie komplett wegmache. Wahrscheinlich werde ich sie komplett wegmachen. Und dann könnte man da unten vielleicht auch nochmal tatsächlich irgendwie so eine Stallung hinmachen für irgendwas. Du, die Dachelemente, die tragen kaum auf. Die fallen nicht wirklich auf. Ich würde sie höchstens nochmal um eins rausziehen. Die würde sie höchstens nochmal um eins rausziehen. Man könnte sich dann überlegen, ob man zum Beispiel an die Seite hier, das können wir ja nachher mal kurz probieren, dass wir hier auf dieser Geraden die Skelettköpfe hinsetzen. Da haben wir nämlich sau viele. Das wird es bestimmt ziehen, oder? Weißt du was? Ich hole die mal eben. Ich hole mal kurz drüben unsere Skelettköpfe. Ich würde sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück habe ich denn noch? 8. Muss ich kurz rauszählen, bevor ich jetzt was mache. 8 Bolzen.
Jo, 32 Edelholz, das habe ich noch. Das machen wir mal kurz. Ein ganz kurzer Schnitt. Ich will sehen, wie das aussieht, wenn wir hier Skelettköpfe hinhängen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Die Teile habe ich schon mal hingehängt hier. Die Aufhänger, beziehungsweise die Trophäenstative. Jetzt machen wir mal da eine Reihe Köpfe hin. Und ich habe noch zwei Fackeln eingeplant am Eingangstürchen von der Terrasse. Das schauen wir uns jetzt auch noch gleich an. Dam-dabi-du-bab-du. Ah, jetzt haben wir auch noch Schiffwetter. Aber okay, für die Wege und so weiter kletten werde ich wahrscheinlich eh ein, zwei Schnittle machen. Da wird es dann wahrscheinlich auch wieder schön werden. Pass mal auf, ich habe mir die gerade hier reingelegt, weil ich natürlich durchs Portal gekommen bin. Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Und die würde ich gerne da so hinsetzen. Oh Mist, da brauche ich eine Schmiede. Da brauche ich eine Schmiede. Da brauche ich eine Schmiede. Kriegen wir die irgendwie geschwind aufgebaut? Wenn nicht, muss ich meine kurz abreißen. Die Schmiede. Ja, muss ich kurz abreißen. Aber weißt du was, das mache ich jetzt. Das will ich schon sehen. Ich darf sie nachher nur nicht. Ich krieg doch die da wieder hin, oder? Ja, die kriege ich da wieder hin. Hoffentlich connecte das dann auch alles, so wie es soll. So, einmal hier die Geschichte. Dann brauchen wir die Wandleuchter. Und die würde ich tatsächlich hier so. Zack. Zack. Sehr geil. Achso, warte, warte, warte. Ich mach die gleich schon mal weg. Ist komisch, für die Dinger brauchte ich keine Schmiede, für die Aufhängerlein. So, nur nichts durcheinander bringen. Das ist nämlich so schön gewesen hier, das Eck. Mal gucken, ob das alles. Ja, ist alles verbunden. Ist halt super programmiert. So, jetzt hauen wir die Köpfe hin. Ich nehme sie auf die 8. Dann haben wir schon mal den Teil. Ja, das wird schon. So, jetzt hoffe ich, dass ich von hier immer dran komme. 8. Ja, das ist doch super. Vor allem, die haben halt auch einen ganz kleinen Leuchteffekt an den Augen. Da könnte man natürlich jetzt auch überlegen, ob man Goblin-Köpfe nimmt, die ein bisschen größer sind. Aber soll ja jetzt auch nicht so überladen sein. Irgendwie passt thematisch halt hier super rein, weil eine Skelettüberraschung. Ja, ich finde es okay. Es wird trotzdem noch aufgeräumt und nicht überladen. Das mit den Fackeln finde ich ziemlich gut, auch wenn sie hier nah am Holz hängen. Doch, doch, das gefällt mir. Und den muss ich auch noch gleich richten hier. Den habe ich das letzte Mal vergessen. Der muss auch weg. Der muss weg und dafür muss Ihmchen hin. So, dann ist das auch ausgeglichen. Die mache ich jetzt mal weg hier. Hä? Da war eine Schmiede gestanden. Hat die nicht bis darüber gereicht oder was? Hier zum Beispiel könnte man auch, ich könnte mir jetzt hier vorstellen, aber das sind halt so Housing-Geschichte, so Kleinigkeiten. Da weiß man nicht, was noch kommt. Wenn ich mir jetzt das hier so hinmachen würde, ja, und ich schnapp mir dann hier einen kleinen. Stellt euch mal vor, dass das wie so ein Blumenbeet jetzt ist, ja. Und wenn ich jetzt noch Material genug finden würde für die hier. Edelholz. Edelholz habe ich noch irgendwo. 2, 4, 6, 8. Wie viel kriege ich denn da hin? 2, 3, 6, 12. Ich will mal kurz was probieren. Gibt aber einen kleinen Schnitt. Es geht. Der Effekt ist auch nicht schlecht. Allerdings muss ich sagen, ist es zu viel. Ich habe gerade erst gemerkt, dass es zu viel ist. Ich habe mir überlegt, dass wir hier so Steinpilze hinmachen, weißt du? So als, ja, Möglichkeiten. Ich würde jetzt hier zum Beispiel vielleicht sagen, dass ich, das hier manuell setze und nur zwei Beete hinmache. Aber die Möglichkeit ist es einfach. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nachts auch ziemlich lustig ist, wenn hier ein bisschen internes Licht ist. So, pass auf, jetzt müssen wir hier ran. Habe ich den Ebner dabei? Den habe ich dabei. Der ist hier. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, dass wir das auf die Ebene bringen. So. Und ich muss jetzt mal gucken, ob das gleich passen wird. Ich hole die wahrscheinlich von drüben rüber. Ja, da kriege ich die zwei Schmelzen hin. Wir sollten dann allerdings das Fenster vielleicht zumachen, obwohl das werde ich gleich sehen. Wenn da ein bisschen Wärme reindrückt, ist das nicht so schlimm. Dann müsste ich die hier wegmachen. Das geht. Ich überlege gerade, vielleicht schaffen wir es, dass ich mir den einen Baum hier erhalte. Ja, nimm da erstmal die Dinger weg und dann schlag sie hier so sachte drauf. Ah, jetzt habe ich den weggemacht. Aber den brauche ich wahrscheinlich sowieso, den Platz. Dann möchte ich das hier weghaben. Jetzt hole ich mir gleich Stein. Ich werde das auf jeden Fall schön fließen. Ich werde das auf jeden Fall schön fließen. Und zwar mit denen hier, ne? Ja,
dann fließen wir uns das vor und dann hole ich drüben die Materialien aus den Schmelzen, die wir drüben haben, und dann passt es. Das mache ich jetzt mal weg. Die kriege ich doch beide hier hin. Und den Kohlemeiler würde ich dann hier raufsetzen. Lass mich mal ganz kurz ihmchen wegmachen. Nicht so. Das ist Sparta! Das ist Walderle. Das ist Walderle. Jo, das ist ein schöner Platz. Nee, ich mache den Baum weg. Pflanze ich mir zur Not hier einen neuen, wenn ich einen will. Ich meine, die Sorte kann man zwar nicht pflanzen, aber das ist ja ein Schmiedebereich, der jetzt gleich schön gleichmäßig sein soll. Na ja, jetzt hole ich mal Stein. Und ich brauche den Steinmetzger. Dann nehme ich mir den jetzt hier kurz weg. Steinmetz. Müsste dann die Materialien haben. Und Stein. So. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr jetzt heute nochmal los müsst, Stein holen, würde ich durchdrehen. Mach halt, das brauchst du gleich. Das kann mal kurz hier rüber. Einer zu viel. So. Kriege ich die jetzt hier schon aufgebaut oder muss ich da jetzt wieder gucken, wieso? Weil die könnte man zur Not auch hier hinstellen. Die muss ja nicht da drüben sein. Aber jetzt im Moment brauche ich sie halt hier, deswegen. So, pass auf. Drei, zack, bauen und. So. Muss ich gleich nochmal rein Stein holen. Wie viel machen wir denn drei rein? Muss man natürlich dann gucken, ob man das hier nur für die Schmelzen so macht oder ob man da vielleicht den gesamten Vorbereich macht. Das weiß ich nicht. Ich mache jetzt mal drei Stück. Gehen die dahin? Ne, ich würde sie dann schon gerne. Ja. Okay, Stein nochmal. Dann hole ich die Sachen jetzt gleich von drüben rüber. Und dann können wir uns das mal angucken, ob das dahin passt. Weil da habe ich mir jetzt ganz ehrlich überlegt, warum sollte ich da nochmal eine Location machen? Ist alles schön am Haus dran. Ich komme schnell überall hin, wenn ich was brauche. Hier könnte man natürlich jetzt gleich mal gucken, ob man da noch eine kleine Treppe einpasst. Klar, sieht doch auch gut aus. So. Okay. Und hier schmelzen wir jetzt gleich die Dinge ein. Ich würde allerdings hier wahrscheinlich noch eine Reihe dazulegen, weil dass der Pfosten noch drin ist. Machst du denn? Hör auf. So, jetzt hole ich noch die Steine, die hier fehlen. Den muss ich nochmal kurz ausrichten. Ja, dann wird das schön. Und hole ich drüben die Mats von den zwei Schmelzen. Da muss ich nochmal kurz hin und her locken, ne? Also wir sehen uns hier gleich nochmal beim Aufbau. Bin gespannt, ob es hinpasst überhaupt von der Höhe und allem. Oder ob wir nochmal umbauen müssen. So, halt die Steine habe ich jetzt vergessen. Ja, aber bau mal den ersten hin, dass ich ihn mal anhebe. Der würde hier funktionieren, ne? Wenn ich die genau nebeneinander setze, so weit ans Haus wie möglich. Ihmchen. Und hier fehlen mir jetzt nochmal Stein und eine Werkbank. Zack, und da hinten nochmal ein bisschen Stein. Dann ist alles am Haus dran. Hier müsste man natürlich den Weg noch ein bisschen runterdrücken. Das kann man machen. Stein war es, gell? Mache ich kurz mal hier rein. Das machen wir hier so. Zack. Zack, zack. Das wird schon recht. Das ist schon recht so. Das ist jetzt auch nicht irgendwie reingepresst. Muss sagen, mit dem fühle ich mich gerade wohler wie gestern mit der Lokschleuse. Die hätte ich nämlich wahrscheinlich vor einer Woche noch anders gebaut. Sie funktioniert und alles, aber da fehlt auch Strohdächle und so weiter. Ach Gott, ist die mickrig neben die, gell? Aber egal. Ich will halt einfach beide Sorten hier sitzen haben. So. Und den würde ich tatsächlich, also das habe ich mal auch im Vorfeld wirklich ganz genau überlegt. Habe ich die, wo habe ich denn die Matze jetzt hingeschmissen vom Kohlemole? Wo ist denn der Kohlemole? Fünf Surtlingkerne. Ich glaube, fast die habe ich drüben vergessen. Lass mal kurz gucken. Wir hatten doch letztes Mal Surtlinge hier weggelagert, oder? Bah, ich weiß aber nicht mehr wo. Einer. Muss ich doch nochmal kurz rüber. Aber ist kein Problem, bis ich durch die Tür bin, war ich drüben und habe die Kerne. Ihr kennt das ja. Gut, dass ich nochmal alle Schrecke durchgeguckt habe. Hier, Babs. Da haben wir Surtlinge. Ich wusste doch, wir waren doch letztens in den Feuerlanden. Da haben wir doch jede Menge mitgenommen, ne? So, den würde ich da einfach hinsetzen. Das sieht dann einfach stylisch aus. Der kann ja im Freien stehen. Mit dem Gesichtler zu uns. Okay, der will da nicht. Er will da nicht, weil. Will er, warum will er nicht? Muss ich hier ein bisschen anebnen erstmal für ihn. Ah, das kann sein, weil hier dieses Bärchen noch ist. Ich wette.
Pass mal auf, ganz sachte hier. Da würde ich wahrscheinlich sogar noch einen kleinen Zaun rumspannen. Ich kann nämlich von hier da wunderschön hochlaufen. Jetzt passt dahin. So. Habe ich noch Holz einstecken? Das reicht. Dann würde ich da noch ein Zäunle drum rumspannen. Ein ganz kleines nur. Zack. Zack. Vielleicht ein bisschen wenig Platz, aber da können wir ja aushelfen, indem ich einfach hier nochmal ein bisschen unterfütter. Zack. Ich will auch nicht zu viel am Gelände jetzt noch rumbasteln. Okay, der kann weg. Der muss dann einfach hier und dann so. Ich glaube, da mache ich noch einen zweiten in die Richtung. Dann so. Geht ja nur darum, dass das ein ganz kleines bisschen sich besser in den Bereich integriert. So. Ja, ist okay. Ist okay. Braucht man nicht extra eine Location, finde ich. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da noch irgendwann... So kann man erstmal damit leben. Dann haben wir hier die zwei Hauptschmelzen, einen Kohlemeiler. Das kleine Eckle hier ist nochmal irgendwie mit integriert. Gedanklich würde dann später hier ein Weg runterführen zur Brücke. Die ist da vorne, gell? Dann halt nicht. Da könnte man jetzt hier vielleicht noch einen Baum setzen. Schöne große Fichte oder sowas. Gut. Links und rechts so. Fühle ich mich wohl damit. Fühle ich mich wohl damit. Ja, ist okay. Ich würde sagen, ich penne jetzt. Dann schleife ich mir einen Wagen voll Steine zurecht. Dass wir wenigstens noch den Weg hier runterziehen. Also ich möchte von hier einen kompletten Hauptweg runter. Brauche ich da die Werkbank nochmal in der Nähe? Weiß das noch jemand? Ich gucke nochmal. Ja, ein Steinmetz war es. Da müssen wir den Steinmetz abbauen und immer da runterziehen. Das kann ich schon mal wegmachen. Da hier wird nämlich der Weg wahrscheinlich durchlaufen. Dann schrägen wir das schön an. Bis runter zu. Zum Garten drüben tatsächlich kann ich jetzt da gar nicht sagen, ob ich den einfach querbeet da rüberziehe oder aber die Gärten hätten eigentlich erweitert gehört nach vorne, gell? Ah, hier liegt schon Stein, guck mal. Das machen wir weg, das machen wir weg. Den mache ich jetzt auch weg. Okay, ich bin vollgeladen, muss ich gleich nach den Mats gucken. Bis hierher, den machen wir dann auch weg. Das machen wir dann hin. Dann bauen wir den Weg da hoch. Ich kann ja schon mal anfangen anschrägen und das war am neuen Tag dann gemeinsam hier das Ding setzen. Ich würde erst nämlich tatsächlich mit ihm anfangen zu schrägen, bevor ich dann die Steinelemente draufsetze. Das ist hier nicht möglich, weil ich hier so stehe. So, dann leicht anschrägen, dann geht's hier hoch. Es soll halt später so sein, dass du mit dem Wagen auch gut durchkommst, ne? Ja, ist okay. Okay. Die Frage ist, ob ich den Berg oben wirklich wegschräg oder ob ich da leicht um die Kurve hier gehe vielleicht eher. Könnte man vorstellen, dass das richtig gut aussieht. Siehst du, so. Dann hier nochmal leicht angeschrägt. Ah, da kommen wir auf den Stein deswegen. Und dann gehen wir doch um den Stein rum. Hier so hoch. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Jetzt bin ich neben dem Eingang gleich, oder? Hier so. Das sieht bestimmt geil aus, wenn wir das jetzt gleich schön mit diesem Steinzeug umlegen. Stopp, dann wieder aufs Tool. Und dann würde ich von hier oben... Hier... Würde ich dann tatsächlich runter wollen auf den Weg. Genau. Gehen wir hier nochmal die Schräge ran. Dann gehen wir hier. Müssen wir es jetzt gleich mal angucken. Aber das machen wir, wenn es ein neuer Tag ist. Sonst sehen wir das gar nicht richtig. Ne? Dann mache ich kurze Schläfle. Und versuche das jetzt hier noch kurz, bevor die Patrouillen oder so kommen, noch kurz anzuebnen. Jetzt probieren wir es mal, wie das aussieht. Ich habe nämlich tatsächlich mit dem noch gar nicht so viel gemacht. Also hier müsste ein normaler Weg hin, ne? Und dann müsste er hier auch schräg hoch leicht. Weil ich lasse es einfach mal so gleiten jetzt, ohne mir großartige Gedanken zu machen. Ne? Den setze ich immer normal, dann wenn es hoch geht, setze ich ihn leicht schräg. Hier auch. Hier haben wir jetzt ein Loch drin, glaube ich. Jetzt haben wir noch ein größeres drin.
Ja, aber das kriegt man ausgeglichen. Ja, da seitlich muss ich dann nochmal nachjustieren. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Fehlende Voraussetzung, muss ich die Dinger kurz umsetzen. Also das sind dann so Sachen, da müsste man sich echt nochmal eine kleine Ecke mehr Zeit nehmen. Glaube ich. Es sieht zwar schon mal ganz gut aus, schon alleine aufgrund der Tatsache, dass das Zeugs gut aussieht, was sie hier ins Spiel reingebracht haben. Aber das kann man dann natürlich mit ganz viel Feinheiten noch schöner machen. Steinmetz war es, gell? So, dann gehen wir nochmal aufs Tool. Ja, hier müssen wir jetzt normalerweise ganz sachte noch ein bisschen flacher machen, den Rand. Vielleicht noch ein bisschen ebenen Gras setzen, wobei das dann wieder so wird wie hier. So leicht verschwommen. Deswegen verzichte ich da erstmal drauf. Sag mal, der malt nur, gell? Der formt nicht unbedingt das Gelände mit, merke ich gerade. Das habe ich gar nicht geschnallt gerade. Ist halt der Hauptweg, der darf ruhig ein bisschen präsenter sein, finde ich. Meiner Meinung nach, ne? Das war genau falsch rum. Wie oft mir das passiert ist in dieser Staffel, kann ich dir gar nicht sagen. So, dann hopfen wir mal kurz hier hin. Wir brauchen als nächstes die... Oh, das dürfte vom Umkreis her reichen. Sehr gut. Nochmal aufs Tool. Wenn der nur malt, ist hier in Ordnung. Ah, nee. Okay. Aber es war der Speichervorgang. Ja, da muss man. Alleine das, um das jetzt so hinzukriegen, wie ich es will, brauche ich bestimmt 10 Stunden. So. Hier müsste man jetzt eigentlich hergehen und sagen, okay, ich ebne das auf die Höhe, wo ich es brauche. Wir gucken mal ganz kurz, was er macht, wenn ich es hier ansetze. Ja, es müsste eigentlich höher. Ich gucke mal, ob ich es von hier kriege. Ja, man kriegt es von hier. So, und dann würde ich hier nämlich sagen. So, und jetzt hören wir mal auf, bevor ich es verschandle, weil jetzt sieht es nämlich halbwegs nach was aus. So, kurz die Materialien eingesammelt. Ist natürlich genau heute neblig, ne? Also wie gesagt, hier müssen wir noch ein paar Feinheiten. Da drüben müssen wir tatsächlich ein bisschen Gras nachziehen. Und dann kommst du hier den Hauptweg runter. Ja, das gefällt mir nicht, dass der so am Rand, ne? Also das wäre... Und hier natürlich hat er noch das ein oder andere Löchlein drin. Auch das würde ich tatsächlich dann über ein bisschen Fleißarbeit nochmal ordentlich machen. Und wenn man in die Zukunft spinnen will, könnte man irgendwann unten einen kleinen Anleger bauen, wo dann zwei, drei Schiffe vielleicht anlegen, gerade aus Stein, weißt du, solche kleinen, so einen kleinen Dock und dann eben auch nochmal den Weg da runterziehen. Ist okay, jetzt würde ich mal ganz kurz gerne oben aufs Haus gehen, runtergucken. Ja, das muss man dann anpassen. Und da habe ich jetzt echt ein bisschen Bedenken. Wenn ich da zu viel anpasse, kann es sein, dass das nicht mehr so danach aussieht dann. Da kann sein, das wackelt und zittert alles. Also ich muss sagen, die Schmelzerei hier zu integrieren, finde ich okay. Es war ein guter Ansatz. Sehr goldig hinten draußen. Sehr, sehr rustikal und gemütlich. So. Das ist natürlich jetzt blöd, weil es neblig ist. Ne? Naja, das siehst du jetzt halt bei dem Wetter nicht. Um den Turm ist auch schade. Da müsste ich auch sehr viel Zeit... Doch, das, man kann es erkennen, ne? Da geht ein gemütlicher Weg runter. Wie gesagt, wenn ich das Gelände da angleiche und noch ein, zwei, drei von diesen kleinen Zaunelementen setzen würde, dann wäre das vollkommen okay. Hier müssen wir viel mit Eisenträgern jetzt investieren, um zu gucken, ob man noch einen Deckel drauf kriegt. Ist okay. Das wollte ich jetzt heute mit euch auf jeden Fall noch machen. Ursprünglich war auch noch geplant, den Weg zu den Wölfen, aber da ist mir jetzt gerade eben, als ich Material holen war für die Schmelzen, habe ich das nochmal angeguckt und dachte, nee, das jetzt hier reinschandeln, das muss nicht unbedingt sein. Der Aufstieg zu den Wölfen ist halt jetzt einfach eine Nummer. Der Lox ist noch nicht fertig, oder? Dass wir den rauslassen könnten. Ich habe ein bisschen Bedenken, aber normalerweise Futter war genug da. Warte mal schon. Ich meine, du bist ein Lieber, das wissen wir ja. Nee, da ist noch der Herzvorgang. Der läuft noch. Der läuft noch. Muss halt immer in der Nähe sein, ne, wenn man zähmt. Wenn du Materialien holen gehst, ist da nicht viel.
Ja, aber das wäre jetzt halt auch der nächste Ablauf, ne? Schleuse auf, Loks raus, den nächsten rein und so weiter, bis da 4, 5 Stück drin sind. Das hier würde ich dann noch weiter hier rausziehen vielleicht. Ja, aber wie gesagt, da brauche ich auch ein bisschen die Muße und die Lust wieder. Und das wird man jetzt einfach mal dann davon abhängig machen, ob beim nächsten Update. Die kommen wohl irgendwo raus, die Jungs, ne? Okay. Was hast du? Ach, da fehlt ein Stückle Zaun. Okay. Ja, aber jetzt, da ich nicht weiß, wie genau, ich lasse das Spiel ja jetzt erstmal liegen. Die meisten sind drin, ne? Schön. Habe ich die jetzt alle auf Folgen gemacht? Das wollte ich natürlich jetzt auch nicht. Meine Lieben, dann möchte ich mich an dieser Stelle für den Verlauf der Staffel, für den Spaß, den mir das alles gemacht hat, mit euch ganz, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel vom Spiel gesehen haben, von der ersten Early Access Phase. Es kommen ja Inhaltsupdates, es kommen Biome, also das Spiel wird mit Sicherheit nochmal so groß, wie es jetzt schon ist. Da freue ich mich sehr drauf. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich zum nächsten Update wieder da bin oder dass Sonderfolgen kommen. Falls es mich packt und ich stündle zwei Valheim investiere, zeitlich, wenn ich ein bisschen Zeit finde, mache ich natürlich was. Ansonsten schauen wir einfach mal, wie sich das Spiel entwickelt, was noch reinkommt, welche Funktionen, Mechaniken, welche Tools, welche Bau, vor allem das Bausystem, ob sich da noch was tut. Ich freue mich jedenfalls drauf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und bitte habt ein bisschen Nachsicht für diejenigen, die sagen, Mensch, schade, dass es vorbei ist. Ich muss natürlich auch mit Lust und Laune dabei sein und euch irgendwas vorsetzen, was ich presse. Das habe ich schon noch nie gemacht und das werde ich auch nicht machen. Auch nicht, wenn die Zahlen super sind. Ne? Es war eine schöne Staffel, hat Spaß gemacht. Dankeschön.